Vater, darf ich dich sprechen, bitte? Gleich, mein Kind. Es ist wirklich wichtig. Mein Leben lang musste ich mich deiner Arbeit unterordnen. So kann es einfach nicht weitergehen. Ich möchte mein eigenes Leben führen. Die Isolation hinter diesen Mauern, bin ich so satt. Vater, ich muss dir was erzählen. Es gibt da jemanden, ich weiß. Mehrfach habe ich dich jetzt schon bei uns mit dem Burschen im Garten gesehen. Schöne Augen hast du ihm gemacht, glaubtest du mir damit zu entgehen? Beatrice, du weißt ganz genau, niemand dulde ich auf meinem Grund. Und schon gar nicht so ein Milchgesicht, der hier streunt wie ein räudiger Hund. Du wirst mir diesen Burschen nicht mehr wiedersehen. Dieser Bursche, so wie du ihn nennst, heißt Giovanni, wobei du verkennst. Ich allein lud ihn hier zu uns ein, um nicht länger so einsam zu sein. Nicht dein Wort ist es, das mich hier hält. Ich weiß nicht, warum du dich beklagst, schließlich gab ich dir Stärke und Kraft. Deine Mutter war hilflos und schwach, von der Krankheit daniedergerannt. Du wirst nichts verlieren, jedoch triumphieren und mir dankbar sein. Du undankbare Tochter, schweig jetzt still sofort. Das ist mein letztes Wort. Ich untersage dir diese Bäche, Mann, hier. Beatrice, bleib hier! Nie dachte ich, dass sie sich mir je widersetzt. Ich hab die Sehnsüchte in ihr wohl unterschätzt. Doch wenn ich nicht mehr bin, wer gibt dann auf sie Acht? Dann ist es an der Zeit für eine ernste Demonstration meiner Macht.